Moin moin liebe Flittchen, herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Video. Wir fangen heute im Motovlog-Modus mal wieder an. Oh, kurze Bodenwelle. Bis jetzt schon super stressiger Tag gewesen. Aber endlich mal wieder mit der Triumph fahren, macht mich richtig happy. Wir sind zurück aus Amerika schon eine gewisse Zeit. Es kamen jetzt auch eine gewisse Zeit keine Videos. Ich hatte A, einfach nicht so viele Ideen, wollte jetzt keinen Quatsch hochladen. Und B, brauchte ich, glaube ich, einfach mal eine kleine kreative Pause sozusagen. Alles halb so wild, heute geht's weiter und es geht auch noch die nächsten Wochen auf jeden Fall wieder weiter. Ich habe viel geplant, es wird ein Umbauprojekt vielleicht kommen. Da habe ich gestern auch noch mit jemandem telefoniert. Mehr dazu gibt's demnächst aber. Heute, wie ihr schon am Titel gelesen habt, geht es um ein Upgrade. Ein teures Upgrade und das hat mir heute Morgen schon einige Sorgen bereitet quasi. Wenn man das so sagen kann, Sorgen, ja, also viel Aufwand. So Leute, will man einmal sagen, dass ich nicht mehr so, also dass ich schlechte Wheelies war. So schlecht war er nicht, oder? Auf jeden Fall Sorgen. Und zwar, es ist gar nicht so leicht, wenn man einen teuren Einkauf machen möchte, das Geld überhaupt zu bekommen anscheinend. Ich habe, ich will das, was ich gleich kaufe, mit einer EC-Karte bezahlen, mit meiner Geschäfts-EC-Karte. Und tatsächlich ist da aber ein Limit drauf von, ich glaube, 5.000. Der Titel stimmt nicht so ganz. Es kostet sogar ein bisschen mehr als 5.000, das Upgrade. Deswegen brauche ich eigentlich mehr Limit auf dieser Karte. Es geht aber nicht. Ich war gerade eben in der Bank, habe gesagt, hey, ich würde gern mein Geld auch jetzt mal ausgeben. Und die so, hey, ja, kein Problem, das geht aber nur bis 5.000 am Tag und 6.000 in der Woche. Ist ja an sich auch nichts, was man sonst so ausgibt, keine Frage. Aber ja, das war auf jeden Fall schon mal Punkt 1. Ich habe das jetzt irgendwie geregelt bekommen, jetzt muss ich das über verschiedene Karten laufen lassen. Ich wollte jetzt aber, bevor ich das gleich kaufe, was ihr, glaube ich, noch gar nicht wisst, was ich gekauft habe, ich hoffe nicht, wollte ich einmal kurz drüber sprechen. Viele hatten mich auch mal gefragt und jetzt kann ich das in dem Video eigentlich auch gleich mal sagen, wie ich denn überhaupt Geld verdiene, wie das überhaupt alles funktioniert, wie ich mir das und jenes leisten kann. Da wollte ich einmal kurz mit euch drüber sprechen, weil ich glaube, es ist immer ganz cool, eine Transparenz auch ein bisschen für euch zu haben. Ich kann ja natürlich jetzt nicht immer einzeln aufzählen, was ich wie, wo, wann verdiene, keine Frage. Aber ich denke, ein bisschen, nicht Schulden, aber ich würde es euch einfach gerne erzählen, dass ihr da auch ein bisschen transparenten Überblick habt. Ja, wie das überhaupt hier alles so funktioniert mit diesem ganzen Motorrad und wie man sich das überhaupt alles leisten kann, sei es Equipment, sei es Klamotten, sei es sonst was alles. Ja, hier, willst du jetzt auch abbiegen oder willst du nicht abbiegen? Gut, du willst nicht abbiegen. Okay. Komm, komm, komm. Ich kann auch vorbeifahren, ne? Aber ich bin echt zu faul. Auf jeden Fall habt ihr ja schon mitbekommen, ich bin YouTuber. So, also sind wir bei Punkt 1, YouTube-Einnahmen, die durch eure Klicks sozusagen erreicht werden. Ich bin sowieso, alles was hier gerade so passiert, da bin ich so dankbar drüber. Es sind halt so viele verschiedene Bereiche, aus denen sozusagen irgendwie Geld für dieses ganze Thema Motorrad hier zusammenkommt. Grundsätzlich wisst ihr ja, ich studiere, beziehungsweise habe jetzt abgebrochen, ehrlich gesagt. Aber ich habe studiert, habe nebenbei immer noch als Werkstudent gearbeitet. Das ist so ein bisschen meine sichere Einnahmequelle sozusagen gewesen. Und ansonsten jetzt aber Thema YouTube. Grundsätzlich, wie gesagt, die Klicks. Darüber mache ich dann Werbung, also ich schalte Werbung auf die Videos. Und ihr habt sozusagen kostenfreien Content. Das ist es ja nach wie vor. Ihr müsstet rein theoretisch nur ein bisschen Werbung gucken, aber das ist ja im Fernsehen auch nicht anders. Wenn man da zum Beispiel Free TV hat, da kommt ja auch Werbung und eigentlich sogar länger als auf YouTube. Das ist Punkt 1. Natürlich Merchandise. Ehre, wer Litty Merch hat. Da verdiene ich auch immer mit Geld dran. Natürlich nicht das, was, wenn ihr den dafür das Geld kauft, verdiene ich nicht das Gesamte davon. Ist dann nicht meins. Das ist natürlich in Kooperation oder in Partnerschaft mit 3D Supply. Also da ist auf jeden Fall auch ein Finanzpunkt sozusagen, ein finanzieller Faktor, der mit auf mein Konto wirkt. Und ja, dann natürlich auch, das habt ihr natürlich auch schon bemerkt, aber ich probiere es natürlich immer so schön wie möglich zu gestalten, natürlich auch Produktplatzierung. Zum Beispiel mit meinem neuen Partner auch S100. Da hattet ihr auch jetzt schon zwei Videos mal gesehen, wo wir das Motorrad ein bisschen geputzt haben, aber
ich probiere das immer möglichst contentmäßig so zu gestalten, dass es auch nicht Müll ist. Also, dass ich da euch nicht irgendwie Müll verkaufe oder sonst was. Wie fährst du? Du fährst auf zwei Spuren. Mann, ich will euch da ja keinen Müll oder irgendwie sowas andrehen. Also ich sag mal, wenn da jetzt eine komische Handygame-Werbung kommt oder so, hey, wir würden gerne Werbung platzieren bei dir, dann würde ich natürlich sagen, ja, das passt ja gar nicht zum Motorradfahren. Wenn es wieder Motorradspiel wäre, wäre es wieder was anderes. Ist hier 30 oder? Ups. Deswegen, natürlich, anderer Punkt sind einfach die Produktplatzierung. So, aber damit der Content, ich will wachsen, ich will mehr Qualität haben, ich brauche auch für mein Startup, ich verspreche euch, es kommt bald ein Video, ich muss es langsam mal machen. Oh Mann. Ist hier gezuckt. Geisteskrank. Kann man denn so Auto fahren? Aber der Begrenzer klang geil. Auf jeden Fall will ich meine Qualität ein bisschen anheben. Und deswegen geht es für mich gleich in einen Kameraladen. So, da wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Also ich habe die Punkte jetzt einmal zusammengefasst, wie ich sozusagen mein Geld verdiene. Das sind A, sind das eure Klicks sozusagen, die Werbeeinnahmen. Wo fahre ich hier längs? Heilige Scheiße. Sind das die Werbeeinnahmen, Merchandise-Einnahmen und dann ab und zu natürlich durch Produktplatzierung und, habe ich ganz vergessen, durch meine anderen Partner, wie zum Beispiel Metzler Reifen, die mich da auch unterstützen, Lederkombi, das ganze R6-Projekt zum Beispiel war ja auch gestellt, also die ganzen Teile wurden uns ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Es sind so viele Dinge, die zusammenkommen, ich bin da auch sehr, sehr dankbar drüber. Ach so, einen Partner habe ich übrigens noch ganz vergessen, und zwar das ist Part Zero und Icon, das ist natürlich mein Helmhersteller. Und auch Teilelieferant, die haben unter anderem auch das R6-Projekt mit unterstützt. Die habt ihr ja auch schon auf dem Schirm, die guten Jungs. Und Part Zero feiert in ein paar Wochen Geburtstag, Jubiläum. Und da ist ein richtig großes Fest in Trier angesagt. Ich blende euch alle Informationen mal unten ein und hau nochmal alle Flyer und so weiter davon in die Videobeschreibung unten. Die hatten mich gefragt, ob ich das ein bisschen teilen könnte. Wird ein riesengroßes Fest. Ich bin leider nicht da. Ich habe keine Zeit. Aber falls ihr da aus der Nähe kommt, das wird richtig, richtig geil. Stuntshow ist da. Man sieht die neuesten Produkte. Man kann, glaube ich, auch fahren. Da ist wirklich ein riesengroßes Rahmenprogramm. Boah, Sprachfehler. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und jetzt springen wir wirklich nach einem kleinen Tunnelporn zu meinem Zielort. Wartet kurz. Mann, ich hatte kurz gesagt, jetzt ist hier rot. Fahrt. Ich will los. Noch einer. Ich flipp aus. Was für eine Strafe gibt's für Gehwegfiltern? Schreibt's in die Kommentare. So, jetzt bitte. Bitte. Ich habe immer Angst, dass diese Sensoren mich da oben nicht erkennen. Hallo. Danke. Okay, Soundporn. Ich hoffe, mein Motorrad geht nicht aus. Die Tanklampe ist, glaube ich, seit Beginn des Videos an. Beste Leben. Ich komme hier nicht rein. So Leute, ich bin da. Habt ihr ja schon gesehen. Hier, Carlomet. Ich kaufe tatsächlich gerne Kameras und so weiter auch in lokalen Geschäften. Einfach, um die ein bisschen zu supporten. Es gibt ja auch online, aber ich glaube, lokale Geschäfte vor Ort sollte man auch fördern. Ich gehe da jetzt rein und zeige euch dann die Kamera gleich, die ich gekauft habe. Ich bin so aufgeregt auch ein bisschen. Ist für mich immer wieder ein Traum, ein bisschen Technik, aber auch natürlich neue Qualität für euch. Ich hoffe, ihr werdet es auch in der Kamera sehen können. Ich verlinke euch dann auch die Kamera ansonsten nochmal in der Videobeschreibung. Bis gleich. 6,5 Stunden später. Ey Leute, hört ihr, wie laut der Musik hört hinter mir? Wahrscheinlich gerade nicht. Geisteskrank. Der ist auf jeden Fall richtig on fire. So, ich habe die Kamera gekauft. Ich habe zwei Objektive gekauft. Wie gesagt, hat über 5.000 gekostet. Wie gesagt, ich kann es auch steuerlich und so weiter ja auch absetzen. Deswegen, es ist eher ein Investment für mich. Junge, hört ihr laut Musik? Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört das. So, was ist es geworden? Das zeige ich euch jetzt vorab. Der Verkäufer war einfach auch Motorradfahrer, hat mich erstmal gefragt, was das für eine Jacke ist und so. Richtig Ehrenbasis. Habe ich ihm erstmal weitergeholfen. Ich zeige euch jetzt, was es geworden ist. So, Sesam, öffne dich. Zack. Ich habe nämlich für uns hier, für geilere Qualität, eine Sony A7 III Mark III gekauft. Und dazu noch Objektive. Einmal noch ein Fischei, aber eher weitwinkliges Objektiv hier mit 16 mm bis 35 mit einer geilen Blende. Fun Fact, die Kamera kostet, glaube ich, sogar weniger als dieses Objektiv. Aber ich wollte gerade, wenn wir uns selber filmen und so, hier mal vernünftige Qualität liefern. Das wird richtig, richtig geil werden. Und dann habe ich noch richtig geile Fotos auf Instagram. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ein 55 mm Objektiv. Richtig, richtig geil. Bin super stolz drum. Ich werde die Kamera, die ich jetzt habe, entweder meiner Mom geben oder ich werde sie sogar noch behalten, um noch ein paar
andere Perspektiven immer bei Videoprojekten oder so einzufangen. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich bin super happy. Ich denke mal, ein Unboxing oder so werdet ihr auf jeden Fall auch auf Instagram sehen. Und jetzt muss ich erstmal arbeiten gehen, damit das wieder reinkommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. Bang!